Hallo zu einem neuen Video von mir. Es war wieder Samstagmittag und ich habe ja versprochen, dass ich nahezu jedes Wochenende was hochladen möchte. Denn auch heute ein kurzes Video soll das werden, um euch einmal die Crew zu zeigen, bevor ich separiere. Es kommt nämlich hoffentlich nächste Woche ein anderes Video online, wo ich euch das zeige. Beziehungsweise auch, wo ich was anderes zeige. Muss ich mal gucken, wie ich das plane. Denn hier sind einige Fische, wie der, der oder der oder der. Die wollen separiert werden, dass die jetzt noch ein bisschen kleiner sind, dann auch schön gedeihen können. Vielleicht packe ich die dann auch in ein größeres Becken, das weiß ich noch nicht. Das ist ja hier eingerichtet und das ist natürlich wesentlich schwerer, da die Fische rauszukriegen. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend und mal gucken, ob ich da was aufnehme oder nicht. Auf jeden Fall sehen die Fische immer noch echt extrem toll aus. Das Rot ist so satt und ihr seht, die sind jetzt so, naja, 4 bis 5 cm mit Body, würde ich jetzt mal sagen. Und das Rot ist doch mal der Hammer, oder? Also, und hier die Mustard Gas, boah, Hammer. Hammer hart. Ich freue mich so, dass ich doch noch die Mustard Gas genommen habe, weil ich habe das am Anfang nicht so, ja, nicht so wahrgenommen, kann man das so sagen. Habe die nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hatte öfters mal in Würfen Mustard Gas, die gefallen sind. Das passiert öfters mal. Aber so einen Blick hatte ich jetzt da auch noch nicht so für. Das ist ein Mädchen. Da ist auch ein größeres Weibchen. Da sieht man nochmal Laichpapille und den Laichansatz. Beides muss da sein. Und hier ist auch ein Exot, ein Tier, was marbelt. Bin ich mal gespannt, was der da macht. Hier sind auch noch ein paar durchsichtige dabei. Und ja, ihr auch. Ich mache gerade währenddessen schon mal noch ein paar Bilder. Die könnt ihr euch gerne auf meiner Webseite angucken. Da habe ich eine detaillierte Liste mit allen Videos aufgereiht. Und ja, werde die also bald separieren. Das Becken habe ich vorhin sauber gemacht. Das ist jetzt hier noch voll Flaum. Das mache ich immer so, dass ich an einem Tag Wasserwechsel mache abends und dann dem nächsten Morgen nochmal mit einem größeren Wasserwechsel durchgehe. Also ich mache zweimal 90% Wasserwechsel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder manchmal an den dritten darauffolgenden Tag. Weil es so viele Fische sind, setzen die natürlich auch viel Kot ab und es wird auch immer viel aufgewirbelt nach einem Wasserwechsel. Kennt ihr ja sicher selbst. Und um den Dreck Herr zu werden, ich meine, wer viel isst, ne, muss viel ausscheiden. Ja, ich habe jetzt hier das Licht mal so hingestellt, dass ihr es seht. Normalerweise ist da nicht so hell drin. Und ja, deswegen muss man es oft sauber halten. Ihr wisst allgemein, dass bei Kampffischen ein bisschen Hygiene eingehalten werden muss, dass die auch schön gedeihen. Ja, das sollte jetzt mal ein kleines Update werden und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.